meine Freunde und herzlich willkommen zurück im LS19 Projekt Ravenport. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich. So, heute haben wir die 11. Folge. Wir kalken immer noch das zweite Feld. Sind auch fast fertig schon bald. Ja, ich kann das tun. Es ist nicht mehr so weit. Ja, mal schlauerweise, ich habe ja gesagt, 4 Kalkladungen brauchen wir. Ich meine, klar, ihr könntet jetzt schummeln, aber ich sehe auch, wenn ihr das Kommentar schreibt. Ich kann ja halt leider jetzt noch nicht sagen, wer richtig lag, wer nicht. Allerdings, ich kann halt nicht die Uhrzeit sehen. Obwohl doch, nee, Uhrzeit ist ja auch egal. Reicht ja, wenn... Es muss ja am Tag davor geschrieben worden sein. Wer also quasi heute seinen Kommentar unterschreibt, das waren ja nur 1,5 Kalkladungen, der hat geschummelt. Aber Fakt ist auf jeden Fall, mit meinen 4,5 Ladungen liege ich aber sowas von daneben. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass das deutlich mehr ist. Ich meine, der war nach einmal rumfahren, waren wir schon bei Hälfte weg. Jetzt verbrauchen wir auch mal kaum noch was. Da habe ich mich richtig getäuscht. Naja, gut. Umso besser, sparen wir. Wenn wir das nicht sogar komplett mit einer Ladung hinkriegen hier. Sieht beinahe schon danach aus. Bleibt dann nur noch so ein dünner Streifen über. Ja, nee, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, das wird nichts. Wenn ich jetzt natürlich einen so einen Streuer abschalten könnte und wir dadurch nur noch die Hälfte verbrauchen, könnte das was werden. Aber... Doch, das wird was. Das reicht locker. Gerade so. Gerade so. Alter Schwede. Oh, Entschuldigung. Ja, ein kompletter Anhänger bis auf 187 Liter. Die rechne ich jetzt mal nicht dazu. Der ist komplett leer für mich jetzt. Ein Anhänger Kalk war's. Wenn ich sage großkotzig, oh, 4,5 Ladungen. Sauber. Gut, damit haben wir den Schritt. Wir schnappen uns den Düngestreuer, jagen da einmal drüber und dann legen wir los mit Ernten, wollte ich gerade sagen. Mit Säen. Einsäen. Wie sieht das mit dem hier aus, wenn man hier hochfährt? Das ist suboptimal irgendwie. Irgendwie ist das ein bisschen suboptimal. Also können wir hier draußen bleiben. Mal gucken, macht der auch alleine die Klappe auf? Ne, macht er nicht. Muss ich also aufmachen zum Befüllen. Und dann geht das. So, hauen wir nochmal eben voll. Reicht nicht mal mehr. Ödems. Dann lassen wir das mal so hier stehen. Damit wir noch wissen, dass wir noch Kalk brauchen. Den Anhänger lasse ich da zumindest stehen. Damit wir das auf jeden Fall immer wieder sehen. Ah, wir brauchen da noch Kalk. Wir brauchen, ne, müssen wir noch holen. Einige Ladungen voll. So, dann klemmen wir hier eben schon mal die Sämaschine hinter. In den Düngestreuer fahren wir mit dem kleinen Fendt. Das sollte der locker packen. Ich will bremsen und wenn ich dann bremsen will, dann drücke ich auf die Bremse und gebe einfach noch mehr Gas dabei. Mich nervt das.
Zum einen, weil ich es einfach nicht reinbekomme, zum anderen, weil es halt das Spielerlebnis immens mindert für mich, wenn man nicht so fährt, wie man das gerade eigentlich vorhat. So, Dünger haben wir auf jeden Fall erstmal massig da. Damit kommen wir ein bisschen weit. Oder ein bisschen weiter. Ein bisschen weit. So, los geht's. Es ist, ich mein, cool, damit man wirklich sieht, wo man gerade ist. Es ist cool, dass das Weiße weggeht. Aber eigentlich irgendwie auch schade, weil der Dünger haut, macht jetzt ja eigentlich den Kalk nicht unbedingt weg. Der würde sich da noch zulegen. Und wenn man es dann untergruppt, unterpflügt, was auch immer, dann wäre es schön untergemischt. Glaube ich, dass das dann schön untergemischt wäre. Aber so ist auf jeden Fall eine sehr gute optische Hilfe. So, warum ist er jetzt wieder ausgegangen? Na, düngen geht natürlich mit der Arbeitsbreite immer mega schnell. Das ist schon fast meine Lieblingsaufgabe. Ich möchte jetzt nicht unbedingt so viel kaputt fahren. Was glaubt ihr, Leute? Wie viel Ladung Dünger kriegen wir hier auf das Feld? Schreibt es in die Kommentare. Aber es war eine coole Idee. Ich wusste ja nicht, dass man da nur eine Ladung für braucht. Ich dachte wirklich, dass das mehrere sind. Dann war ich auf jeden Fall gleich fast fertig. Und dann würde ich sagen, hauen wir auch erstmal Soja drauf. Machen wir eine komplette Rutsche Soja. Weiß halt immer noch nicht, was wir mit Feld 1 machen. Immer egal, ob wir jetzt erstmal drüber wegmähen und das dann kaputt machen. Es kommt dann hinterher so oder so Soja drauf. Also das ist keine Frage. Dass wir alle drei Felder einmal komplett Soja voll haben. Und da mal richtig Geld abgreifen können. Wenn der Preis gut ist. Ich will halt tatsächlich versuchen, deswegen habe ich mir auch diese 250.000 Startkapital gelassen, was nicht viel ist. Ich meine, klar, wir haben alle nötigen Geräte erstmal. Da sind 250.000 Startkapital auf jeden Fall eigentlich ausreichend. Aber die habe ich mir halt gelassen, um Sachen tatsächlich erstmal einzulagern, bis wir gute Preise haben. Und wir werden ja so oder so das eine oder andere noch kaufen müssen. Ich meine, zum einen unsere Verbrauchsmittel, die müssen wir ja trotz alledem kaufen. Wir haben knapp 4.000 schon ausgegeben nur für Kalk, der schon wieder leer ist. Also das geht halt ratzfatz. Und Saatgut und Dünger müssen wir ja auch noch kaufen. Also da geht schon mal gutes Geld bei drauf. Dann brauchen wir noch halt einen Ballenanhänger, damit wir unser Saatgut und Dünger hierher bekommen. Das können wir ja leider nicht lose kaufen. Gut, eine Palettengabel kostet 800 Euro. Da reden wir jetzt nicht wirklich drüber. Aber halt die ganzen Verbrauchsmittel, der Anhänger, der kostet glaube ich 8.000. Der billigste davon. Und der wird auch hoffentlich erstmal reichen. Weil wir brauchen jetzt nicht unbedingt 20 Paletten hier an Karren von jeder Sorte. Und das mit dem Kalk hat sich ja Gott sei Dank erledigt. Also brauchen wir nur noch zwei verschiedene Sorten Paletten hochfahren. Ja, aber halt auch dafür geht nochmal ein bisschen Geld drauf. Und wenn wir jetzt halt nur warten, bis wir gute Preise haben zu verkaufen, können wir davon ausgehen, dass wir relativ auch schnell in Richtung Null gehen werden, wenn wir das horten.
unser Material. So, fertig. Ja, dann können wir auch den zurückbringen und uns die Seemaschine. Wobei weit kommen wir wohl nicht mehr heute, aber am Anfang können wir auf jeden Fall schon mal vorgewendet ziehen. Mindestens zweimal rum würde ich jetzt einfach mal so aus dem Stegreif sagen. Habe ich bei dem anderen Feld, glaube ich, doch damals auch gemacht, ne? Zweimal rum. Jetzt eben, also im Nachhinein, in den letzten Folgen, weil ich es ja nochmal machen musste, hat er irgendwie nicht gespeichert. Da habe ich es dann auch nicht mehr gemacht. Da bin ich da auch, ja, ratzifatzi hin und her. Damit es einfach, uiuiui, einfach nur, damit es schnell geht. So. Dann können wir den parken. Erstmal. Das wird ja einen Moment dauern, bis wir den wieder brauchen. Ist das eine Frau? Ich wollte gerade sagen. Sieht von vorne aus, als wenn er Brüste hätte. Das hätte mich heute stark gewundert, weil ich mir eigentlich einen männlichen Spieler gemacht habe. So, dann geht's mit unserem dicken Johnny los zum Einsehen. So, mit der Maschine zum Beispiel. Die versinkt da voll drin. Das ist ziemlich uncool. Und kann mir mal einer bitte erklären, warum die Felgen vom John Deere so ultimativ hässlich sein müssen? Bei allen anderen sind die zu, nur John Deere ist irgendwie der Meinung, da so Löcher reinzumachen. Und ich finde, das passt. Das passt nicht. Das sieht voll oldschool aus. So richtig nach so einem richtig alten Traktor irgendwie. Warum machen die das? Sind die der Meinung, die müssen Gewicht sparen? Ich kenne mich da ja nicht aus. Ich habe damit nicht viel am Hut. Aber vielleicht ist da einer von euch dabei, der mir das mal sagen kann. Ein eingefleischter John Deere-Fan. So, anschalten, senken, los geht's. Ziehen wir mal gemütlich unsere Bahn hier weg. Ich fände es auch irgendwie toll, wenn das dann nicht jedes Mal die Geräusche so leise werden würden, wenn man ein bisschen rauszoomt. Ist zwar realistisch, je weiter man weg ist, desto weniger hört man davon. Muss aber sagen, halt tatsächlich jetzt so, gerade für Aufnahmen und so, gefällt mir das jetzt nicht unbedingt. Oh Gott. Ich sollte aufhören, rückwärts zu fahren. Weil ich halt sehr viel in dieser Ansicht hier unterwegs bin und der Sound dann einfach auch wirklich ultimativ leise ist und ich immer die Angst habe, dass man dass ein Video einfach dann so totenstill ist, dass man nur mich mal labern hört, aber halt den Spielesound nicht wirklich. Dafür wäre es halt praktisch, wenn man das irgendwie mal umstellen könnte. Weil mache ich den Spielesound lauter und ich gehe mal in die Innensicht, fliegen euch dann die Ohren weg, wenn ich in der Ansicht bin oder mal näher dran. Was auch ungünstig wäre. Irgendwie ist Fruchtzerstörung irgendwie aus?
Chips an. Ich wundere mich nur schon die ganze Zeit, weil die Wiese nicht kaputt geht. Das finde ich merkwürdig. Eigentlich könnte man Feld 1 und 2 auch mal ganz dezent wirklich zusammenflügen, mit diesen kleinen schmalen Streifen daraus. Und dann könnte man nicht in diese Richtung fahren, sondern dann würde man das immer der. Ja, ich und meine Hände, die ihr nicht seht. Dann könnte man immer der Straße entlang hoch und runter ballern. Das wäre dann schon ganz schön groß. Schon ganz schön groß. Machen wir aber erstmal nicht. Noch brauchen wir es nicht. Das, was da an Fläche hinzukommt, ist halt marginal mehr. Also das ist nicht der Rede wert, aber alleine vom Arbeiten her, glaube ich, wäre das schon praktisch. Allerdings hätte man dann ein Riesenfeld. Gut, aufteilen kann man sich das immer noch, ne? Dann lässt man da mal eine Saatbreite frei und man kann es immer noch links und rechts was anderes anpflanzen. Nur hier diesen Feldweg, den möchte ich halt nicht wegmachen, indem ich hier die Felder zusammenpflüge. Das bleibt. Schöne Kante hier reingefahren, ich hasse es. Ja, jetzt habe ich doch 4 Folgen aufgenommen heute. So viel war eigentlich ursprünglich geplant. Dachte halt jetzt ehrlich gesagt, nach dem Fauxpas mit dem Nicht-Speichern, dass ich es nicht schaffe. Gut, dafür bleibt irgendwas anderes heute wieder auf der Strecke. Aber das macht nichts, dann habe ich diese 4 Folgen erstmal wieder drin. Und das ist jetzt quasi auch die letzte Folge für heute, die ich aufnehme. Danach gibt es wieder ein Päuschen. Bis zur nächsten Aufnahmesession. So. Ja, das Stück hier runter, unten noch das Vorgewendestück, das ziehen wir jetzt mal eben durch. Auch wenn wir unsere Zeit schon erreicht haben. Und dann müssen wir beim nächsten Mal einfach weitermachen. Speichern darf ich jetzt gleich nicht vergessen. Das werde ich sogar noch mit ins Video nehmen, wie ich speichere, damit ich den Beweis habe, dass ich gespeichert habe, falls doch nochmal irgendwie sowas Blödes passieren sollte. Beim nächsten Mal. Dann habe ich zumindest auch einen Beweis und kann mich mal damit an Giants wenden und sagen, hier, hallo, irgendwie. Ich habe gespeichert, aber hat er nicht gemacht. So, ja. Dann sage ich schon mal danke, dass ihr dabei gewesen seid und wieder zugeschaut habt. Seid in den Kommentaren fleißig, haut eure Meinungen rein. Wie gesagt, Feld 1 ist immer noch gefragt. Was machen wir damit? Einmal abmähen und alles aufsammeln oder direkt wegruppen? Das könnt ihr in die Kommentare schreiben, was eure Meinung ist, denn ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Ja, wenn ihr mich unterstützen möchtet und ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, lasst ein Däumchen da, abonniert mich kostenlos und aktiviert die Glocke. So, das mal kurz und schnell gesagt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.